Moin Leute, willkommen beim Shisha-Stammtisch. Ich bin Chubby. Und ich bin Maya. Hi, grüßt euch. Und heute machen wir das schnellste Review, was es auf unserem Kanal gibt. Und zwar stellen wir vor. So, wir stellen heute vor von Octobus den Black Octobus. Seriennummer, also Produktnummer von Octobus. Von den sechs Sorten ist das die 004. So, wonach schmeckt der, Chubby? Nach schwarzer Traube und Minze. Maya kann jetzt was zum Tabak sagen. Wie ist der Schnitt? Schnitt würde ich sagen, ja, mittelfein. Grob ist mittelfein, auf gar keinen Fall zu fein. Sehr, sehr gut Molasse haltig. Sehr schön eingezogen, die ganzen Tabakblätter. Also gefällt mir. Schön umrollen vom Gebrauch und dann habt dann richtig, richtig frischen. Ja, schwarze Traube Minze Tabak. Der Preis kostet, der Tabak kostet 17,90. Genau, für 200 Gramm. Zum Geschmack. Wir rauchen jetzt gerade im Funnel 8480 von Hooker John mit drei Black Kokoskohlen. Und wenn man im Funnel raucht, ist es kühler. Ja. Wenn man im Mehrlochkopf raucht, wie zum Beispiel einem normalen Tonkopf oder halt Steinkopf oder wie auch immer, dann ist es halt, dann geht es mehr in die Traube-Richtung. Also ja. Im Funnel ist die Minznote intensiver und im Mehrlochkopf die Traubennote. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Da es das schnellste Review von uns auf diesem Kanal geben wird, also sein wird, sage ich ganz schnell meine Meinung. Ich kann momentan kaum Traube rauchen, liebe aber schwarze Traube und diesen, also als ich den vor 2 oder 3 Wochen das erste Mal geraucht habe, Brett. Also wirklich Hammer. Egal ob ich den im Funnel rauche oder im Mehrlochkopf, ich finde den mega geil. Schwarze Traube, Choc Güzel, was sagst du? Ich bin ja sowieso auch so ein Traube-Fanatiker und Fetischist. Schwarze Traube persönlich finde ich auch ganz geil. Ist ein geiler Kontext im Gegensatz zu Traube Minz. Finde ich richtig geil, habe ich auch gefeiert und Kaufempfehlung ist raus. Und damit bedanken wir euch fürs Zugucken. Es würde uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Es würde uns freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet. Damit gebe ich die letzten Worte an Maya ab. Und, Kaufempfehlung natürlich raus. Haut rein. So, ich wünsche euch guten Rauch. Kauft euch das Ding. Das Ding ist ein Brett. Macht mega Spaß zu rauchen. Geile Rauchempfehlung. Geschmacklich. 10 von 10. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.